Oh mein Gott, Freunde, gestern ist einfach etwas Unglaubliches passiert. Cookie hat gestern Abend eine 12 verbleibende Megabox eben gepostet und hat dazu eben gesagt, oh mein Gott, niemals, Video kommt am 20.11. um 15.15 Uhr. Ihr seht hier die Screenshots, ist das Ganze echt oder nicht, Leute? Wir analysieren es in diesem Video, let's go! Und die Leute sagen, ich soll dich anrufen und dich fragen, ob du wirklich 12 gezogen hast. Oder ich hab die wirklich gezogen, was soll ich sagen? Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, es ist auf jeden Fall ultra krass. Jeder spricht aktuell wirklich darüber, sind die 12 verbleibenden Gegenstände echt, die Pookie eben gepostet hat. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ich meine, zeige ich es euch eben nochmal ganz schnell. So Freunde, zum einen hat er eben einen Community-Post eben gepostet mit niemals Video kommt. Am 20.11., wie gesagt, merkt es euch, Leute, schaut es euch alle an. Ich bin auch selbst sehr gespannt. Um 15.15 Uhr einmal 12 verbleibende Gegenstände und einmal eben hier unten ein Auszug der Box. Natürlich nicht die gesamte Box. Und ja, ist auf jeden Fall extrem crazy. Zusätzlich hat er noch etwas in seine Instagram-Story gepostet. So, Freunde, wir sind jetzt hier in der Instagram-Story von Pookie. Einmal hatte er hier eben OMG und den Screenshot von den 12 verbleibenden Gegenständen drin. Außerdem noch hier, ja, die Box eben, ja, da werden wir, wie gesagt, gleich zu kommen zu diesem Screenshot, Freunde. Und das war's eben dann noch, das hier, Video kommt am 20.11. 15.15 Uhr, extrem heftig auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich jetzt, ist das Ganze real oder kann es theoretisch real sein? Das werden wir uns jetzt ganz genau anschauen im Detail, Freunde. Ich würde sagen, let's go. So, Freunde, bevor es aber losgeht, nochmal eine richtig fette Ankündigung. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, am 28.11. um 14 Uhr ist es endlich soweit. Das neue Dernita Weihnachtspaket kommt endlich raus. Ultra krass, limitiert auf 2000 Stück. Das heißt, Freunde, es gibt auf jeden Fall doppelt so viele Pakete wie beim letzten Mal. Trotzdem seid extrem schnell. Das letzte Mal waren die extrem schnell ausverkauft, die 1000 Pakete. In jedem Paket, entweder zu Hoodie oder T-Shirt, gibt es eine handsignierte Autogrammkarte von Clash Games und mir im Weihnachtsstyle und eine Aluminiumflasche, ja, mit 770 Milliliter, Leute. Die ist einfach fast doppelt so groß wie die Aluminiumflasche, die wir schon mal hatten im Play-Paket. Ultra krass, mega gute Qualität, Leute. Könnt ihr als Trinkflasche für die Schule verwenden, auch mit für heiße Getränke, auf jeden Fall gut geeignet. Hashtag der Winter ist eingraviert in die Flasche, auch richtig hochwertig. Und eine richtig kranke Sache, Leute, wir haben noch für das allerletzte Mal ein goldenes Ticket für diesen Merch eben geplant. Ihr könnt auf jeden Fall das goldene Ticket ziehen, wenn ihr Glück habt. Einer von 2000 wird es bekommen. Zu diesem Gewinner werden wir eben nach Hause fahren und ein Megabox Opening Battle auf unseren Nacken als Video aufnehmen. Ultra krass, genau. Das wird aber das letzte Mal sein, dass ihr ein goldenes Ticket bekommt. Letztes Mal hatten sich sehr viele beschwert, dass sie es nicht geschafft haben, das Paket zu kaufen, um die Chance darauf zu haben. Jetzt habt ihr nochmal die Chance, das allerletzte Mal. Gönnt euch den Merch und damit let's go. So, Freunde, also hier ist der erste Screenshot. Verbleibende Gegenstände 12. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick ziemlich real aus und wir werden uns jetzt mal in dem Zoom ganz genau anschauen, Freunde, ob das eben sein kann oder nicht. Und zwar, was ich eben gemacht habe, Leute, ich habe seinen Screenshot in mein Bildbearbeitungsprogramm eben reingezogen mit der 12 verbleibenden Gegenstände eben. Und ich habe von einer echten 9 verbleibenden Box, die ich selbst gezogen und gescreenshottet habe, die 9 eben auch ausgeschnitten und groß gezogen. Und wir werden jetzt diese beiden vergleichen von der Kontur, von dem Schatten und so weiter, die beiden Zahlen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal seinen Screenshot sozusagen und ziehe den mal auf jeden Fall ganz, ganz groß, dass wir eben die 12 relativ groß im Bild natürlich haben. So, ich würde sagen, das reicht ja erstmal und dann setzen wir das einfach mal hier nebeneinander und schauen eben mal, ob das grundsätzlich eben sein könnte. Natürlich, Leute, ihr müsst jetzt darauf achten, das gesamte Bild ist natürlich jetzt relativ verpixelt, ne? Wie gesagt, weil ich habe jetzt nicht das Originalbild von seinem Screenshot. Und ja, wir haben aber hier die echte 9 und man muss sagen, auf den ersten Blick stimmt die Kontur um die Zahl herum auf jeden Fall. Unten muss man sagen, ist bei der, der Schatten hier unter der 1 und unter der 2 ist relativ, also ist vielleicht ein Tick weniger als bei der 9. Die Frage ist jetzt natürlich, Leute, ob es dementsprechend nicht echt ist oder wie auch immer. Das Problem ist, es gab noch keine 12 vorher. Das heißt, wir haben natürlich kein Vergleichsbild. Das ist das
Das ist das Problem. Es kann natürlich echt sein, dass das Ganze natürlich auch real ist. Das fände ich extrem heftig. Also dann wirklich Glückwunsch, GG, Pookie. Einfach nur krank dann. Also rein vom Schatten her sehen wir auf jeden Fall auf den ersten Blick, würde ich einfach mal sagen, dass hier theoretisch ein bisschen weniger ist als hier unten. Wie gesagt, leider haben wir ja kein Vergleichsbild mit einer echten 12 oder einer Fake 12, wie auch immer. Von daher kann man das nicht so genau sagen. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Punkt. So, Freunde, und hier ist der nächste Screenshot von Pookie. Erstmal ist wichtig dazu zu sagen, dass er natürlich auf dem iPad die Box gezogen hat, wenn er sie natürlich gezogen hat. Und deswegen ist das hier auch völlig richtig tatsächlich abgeschnitten an den Rändern. Man sieht Crow nicht mehr ganz, Penny nicht mehr ganz. Und ja, ihr fragt euch jetzt, okay, man sieht hier eben 5 Powerpunkte und nur 6 Inhalte. Theoretisch müsste eine blinkende 7 in einer 12 verbleibenden Box sein, Freunde. Und das heißt, es gibt noch eine Sache mehr neben Crow. Viele würden jetzt vielleicht sagen, das ist nicht richtig so, aber doch, es ist richtig so, dass das so abgeschnitten ist. Man sieht einfach nicht die ganzen Inhalte bei so vielen verbleibenden Gegenständen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe dazu predicted, wie die gesamten Inhalte aussehen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, Freunde, auch hier in meinem Bildbearbeitungsprogramm, wie gesagt, habe ich die Box einfach mal vervollständigt. Und da sehen wir dann auch tatsächlich, dass es eben richtig ist. Also, hier ist das Bild abgeschnitten bei Penny und bei Crow. Und es ist, wie gesagt, auf beiden Seiten eine Sache zusätzlich. Es müssen links Münzen gewesen sein. Wie wir auch gesehen haben, ich habe jetzt einfach 180 gemacht, das ist jetzt egal, es geht nur ums Prinzip. Und dann sehen wir eben, okay, ein weiterer legendärer muss ja am Schluss sein. Das heißt, es müssen in dieser Box tatsächlich mindestens 2 legendäre eben drin sein, sonst ergibt die Box keinen Sinn. Also das wäre schon geisteskrank. Stellt euch einfach diese Box vor, also wenn Pookie die wirklich gezogen hat, einfach nur heftigen Respekt an der Stelle. Genau, so müsste die Box also aussehen. Viele würden jetzt vielleicht sich auch fragen, okay, kann die Reihenfolge denn überhaupt richtig sein? Erst Star Power, dann Gadget, dann mythisch, dann chromatisch, dann legendär. Und dazu habe ich auch ein passendes Beispiel gefunden, Freunde. Und zwar habe ich eben hier auf eine echte 10 verbleibende Box schon mal tatsächlich reagiert, Freunde. Und wir sehen hier genau dasselbe Muster. Erst Star Power und dann Gadget zum einen. Das heißt, da können wir schon mal auf der sicheren Seite sein, dass das wirklich stimmt. Und übrigens ist es auch so, dass eben, das mit den chromatischen und legendären mit der Reihenfolge stimmt. Da habe ich auch nach einer passenden Box gesucht, Freunde. Also keine Sorge deswegen. Und auch hier seht ihr, dass die Ränder eben abgeschnitten sind. Das ist eine 10 verbleibende Box, ne? Deswegen 2 Gegenstände weniger. Bei 2 Gegenständen mehr sind dementsprechend die Münzen gar nicht mehr zu sehen und auch der letzte Part. Und übrigens haben wir hier auch nochmal eine andere echte 10 verbleibende Box. Auch hier sehen wir, okay, die Ränder sind abgeschnitten. Das ist also komplett korrekt. Diese Box ist schon relativ alt, als gerade neu die Gadgets rausgekommen sind. Und ich habe mir auch noch ein paar weitere Details genau angeschaut. So, Freunde, also. Und zwar habe ich hier oben eine 9 verbleibende Megabox auch von mir genommen, die ich selbst gescreenshottet habe. Und ich habe mir genau die Abstände angeschaut. Ich habe hier diese roten Teile erstellt, um eben die Abstände genau zu überprüfen. Wir werden es mal ranzoomen. Ja, ihr seht auf jeden Fall hier, dieser Abstand ist ziemlich gleich. Wenn wir einfach mal weiter scrollen, ist der auch genau gleich und auch der ist fast genau gleich. Ein Pixel tatsächlich weiter auseinander. Das heißt, es gibt tatsächlich bei echten Boxen hier den Fall, dass die Sachen nicht ganz genau auf dem Pixel genau nebeneinander sind. Und auch seine Box habe ich analysiert. Auch hier finden wir ja diesen Abstand und dann diesen, der echt ein bisschen weiter voneinander entfernt ist tatsächlich. Und dann wieder diesen Abstand, der auch nicht 100%ig genau ist wie die anderen. Weil ich hatte erst vermutet, okay, die Abstände sind nicht ganz so 100% genau. Aber das ist auch bei echten Boxen tatsächlich nicht so. Finde ich auf jeden Fall krass. Und Freunde, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Highlight. Denn ich habe Pookie persönlich angerufen und ihn gefragt, ist diese Box real oder nicht im Livestream. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt dieses Gespräch mal zusammen an. Let's go. So, Freunde, hier ist der Livestream, den ich gestern Abend gemacht habe. Die ganzen Leute, also ihr habt alle reingespammt. Ich soll Pookie anrufen und ihn fragen, ob diese Box echt ist. Das habe ich dann auch getan. Pookie ist rangegangen und wir schauen uns jetzt das Gespräch zusammen an. Let's go. Hallo. Moin, Pocky. Ich bin gerade live und die Leute sagen, ich soll dich anrufen und dich fragen, ob du wirklich 12 gezogen hast. Bruder, ich hab die wirklich gezogen. Was soll ich sagen? Okay, er sagt schon mal hier, Bruder, ich hab die wirklich gezogen, was soll ich sagen? Okay. Okay, beschreib mal den Moment. Der Moment war circa so. Wie soll ich sagen? Ist einfach passiert. Das ist, okay, aber wir hören mal weiter. Einfach passiert, aber warum nicht 10 oder 11 ist die Frage.
Ja, weil ich halt einfach krasser bin. Ach so, also der ist... Lukas, ich kann dir jetzt auch noch nicht zu viel verraten, aber ich sage mal nur so, man muss sich noch 2 Tage gedulden, bis man das bemerkt oder erkennt. Okay, aber hättest du nicht unter normalen Umständen uns angerufen direkt? Hättest du schon die 12 da gesehen? Ja, ich war gerade im Zug nach Graz, wegen der Wohnung, weißt du, ja? Mhm. Und da hatte ich keinen Empfang. Ich habe nur Zug-WLAN gehabt und dann konnte ich am Handy konnte ich... Also er war im Zug, keinen Empfang gehabt und hat dort eben eine Box geöffnet. Kann natürlich echt sein. Du musst doch nicht connecten, weil du nur ein Device connecten kannst. Aber, also du hast sie quasi ohne Aufnahme geöffnet. Ja, einfach so random, weil ich ein bisschen gezockt habe am Free-to-Play-Account. Aber du würdest doch niemals... Also hier sagt er auf jeden Fall, dass er am Free-to-Play-Account die Box geöffnet hat. Dann habe ich viele Kommentare bekommen. Er hatte schon Gale am Free-to-Play-Account. Ihr seht hier nochmal, wie gesagt, einen Screenshot von der Box. Hier sieht man, dass er Gale in der Box hatte. Jetzt ist aber die Sache, Freunde, das ist für mich kein eindeutiger Beweis, denn Pookie hat mehrere Free-to-Play-Accounts. Einige davon sind nicht mehr ganz Free-to-Play. Dann hat er einen richtigen Free-to-Play. Also mindestens 2 weiß ich, dass er auf jeden Fall hat. Deswegen kann man das jetzt auch nicht so genau sagen, ob das ein eindeutiger Beweis gegen diese Box ist. Als eine Megabox am Free-to-Play-Account ohne Aufnahme öffnen oder Stream oder so. Ja, ich hab das mit Erik nicht so aufgenommen. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich da irgendwas ziehe oder ein Video mache demnächst auf dem Account, deswegen. Okay, dann bin ich mal gespannt, ja. Also Freunde, ne? Finde ich, klingt jetzt relativ plausibel, vielleicht auch nicht. Ich will das jetzt gar nicht beurteilen, es kann ja tatsächlich auch die Wahrheit sein. Müsst es euch auf jeden Fall alle anschauen. Am 20.11. 15.15 Uhr wirklich bei Pookie. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Aber Digga, es ist so ultra krass. Also ich weiß echt nicht, wer das echt wäre, Alter. Ich auch. Er ist auch gespannt und lacht doch. Mhm. Okay, alles klar. Tschüss, Lukas. Ciao, ciao. Ja, und dann eben das Telefonat vorbei, Freunde. Ich weiß nicht. Also, ich habe auf jeden Fall die ganze Box analysiert, Leute. Sie kann wirklich stimmen. Also, es gibt nichts, was an der Box eindeutig fake sein sollte. Es gibt ein paar Indizien, wie gesagt. Wenn ihr jetzt zu 100% wissen wollt, ob die Box echt ist oder fake, müsst ihr das wirklich auch bei Pookie schauen. 20.11., wie gesagt, 15.15 Uhr. Gönnt ihm auf jeden Fall, Freunde. Und ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Und ciao, ciao.